Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich bin Annika. Heute nehmen wir uns unsere Core-Muskulatur vor. Das sind die geraden und die seitlichen Bauchmuskeln, die für den Sixpack zuständig sind. Außerdem gehören dazu die ganzen Muskeln um den unteren Rücken, den Po und die Hüfte. Im Grunde alle Muskeln von der Hüfte bis zum Zwerchfell. Dieses ganze Paket nehmen wir uns heute vor. Wenn ihr bereit seid, dann legt euch bitte auf den Rücken. Streckt euch einmal lang aus. Und zieht dann die Beine zu euch. Atmet aus dabei. Und streckt euch auf der Matte wieder aus. Wir wärmen den Körper kurz auf. Zieht die Beine wieder zur Brust. Rollt euch klein zusammen wie zu einem Ball. Und streckt euch wieder auf der Matte aus. Lasst uns das noch zweimal machen. Zieht euch zusammen, macht euch klein, die Nase Richtung Knie. Und wieder lang ausstrecken. Und rollt euch noch ein letztes Mal zusammen. Und bleibt dann dort liegen. Holt dann etwas Schwung und kommt nach oben in eure Bootsposition. Lasst euch nach hinten rollen, zieht dabei euer Kinn Richtung Brust. Wir rollen viermal nach hinten bis auf die Schultern und wieder nach oben. Versucht, dass die Füße nicht auf den Boden kommen. Dann haltet dort. Bleibt entweder in dieser Position. Wer möchte, kann die Beine strecken. Und setzt die Füße wieder ab. Dann rollt etwas nach hinten, gebt euer Becken leicht nach vorne. Bauchnabel zieht nach innen und die Arme sind parallel zum Boden. Wenn ihr einatmet, öffnet ihr die Arme zur Seite. Und beim Ausatmen bringt es wieder nach vorne. Atmet ein, bringt die Arme nach oben und wieder zurück beim Ausatmen. Atmet ein, zieht den Ellbogen nach hinten, als würdet ihr einen Bogen spannen und dann die andere Seite. Wir wiederholen das Ganze noch dreimal. Einatmen und ausatmen. Arme nach oben, Arme wieder nach vorne. Der eine Arm spannt den Bogen, der Ellbogen zieht nach hinten, wieder nach vorne bringen und der andere Ellbogen und bringt wieder nach vorne. Öffnen. Und wieder nach vorne bringen. Atmet ein. Und wieder aus. Zieht nach hinten mit dem einen Arm. Bringt die Hand nach vorne. Und in die andere Richtung. Ein letztes Mal. Öffnet die Arme. Der Bauch bleibt fest nach innen gezogen. Ein letztes Mal spannen wir die Arme. Erst in die eine Richtung. Dann in die andere Richtung. Richtet euch dann kurz auf und wir gehen wieder nach hinten in die gleiche Position. Diesmal hebt ihr die Beine ab, die Unterschenkel sind parallel zum Boden und dann tippt ihr mit den Fingern auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite kurz auf den Boden. Bleibt möglichst ruhig mit dem Körper und geht von einer Seite zur anderen. Atmet ruhig weiter dabei. Haltet kurz noch in der Bootsposition. Setzt die Füße wieder ab und legt euch dann langsam nach hinten auf den Rücken. Bringt die Arme hinter den Kopf, atmet aus, richtet euch wieder auf. Streckt die Arme nach oben und rollt Wirbel für Wirbel wieder nach unten. Atmet ein und atmet aus, kommt wieder nach oben, streckt die Arme Richtung Decke. Und legt euch wieder hin. Atmet ein, atmet aus, zieht den Bauch nach innen, Arme Richtung Decke und rollt wieder nach unten ein letztes Mal. Rollt nach oben und wieder nach unten, Wirbel für Wirbel.
Die Beine bleiben aufgestellt, Knie zeigen Richtung Decke. Ein Bein hebt ihr ab. Die Hände kommen hinter den Kopf. Und ihr hebt den Kopf ab, die Ellbogen zeigen zur Seite. Ihr tippt mit dem gegenüberliegenden Ellbogen kurz Richtung Knie, streckt das Bein dann und bringt dann die Hand Richtung erhobenem Fuß. Also einmal ist das Bein gebeugt, einmal ist das Bein gestreckt. Atmet immer ein, wenn ihr Richtung Boden zurückgeht und wenn ihr Ellbogen oder Fuß berührt, dann atmet aus dabei. Die Bauchdecke zieht ihr fest nach innen. Ellbogen zum Knie und Hand Richtung Fuß. Lasst ihr das Bein angewinkelt, bringt den Ellbogen zum Knie und wenn ihr möchtet, streckt ihr das andere Bein aus und wir halten dort 10 Sekunden. Atmet ruhig weiter. Haltet noch kurz. Und löst das Ganze auf, zieht die Beine kurz zur Brust und wir gehen direkt auf die andere Seite. Ellbogen und Knie berühren sich, streckt das Bein lang aus und bringt die Hand Richtung Fuß. 10-mal das Ganze, Ellbogen Richtung Knie, ausstrecken und Hand Richtung Fuß. Immer wenn ihr cruncht, dann atmet ihr aus, atmet ein, wenn ihr euch zurück Richtung Matte legt. Bauchnabel ist nach innen gezogen. Dann bleibt dort. Wenn ihr möchtet, streckt das untere Bein aus, lasst es über dem Boden schweben. Ellbogen und Knie möglichst nah zueinander und haltet in dieser Position. Atmet weiter, zieht den Bauchnabel nach innen und löst das Ganze auf. Sehr gut. Dann streckt die Beine durch, legt die Hände neben dem Körper ab und bringt die Hüfte nach oben. Trainieren die untere Bauchmuskulatur. Die Fußspitzen Richtung Decke nach oben, hebt das Becken kurz ab und setzt es kontrolliert wieder ab. Fußspitzen Richtung Decke und wieder ablegen. Die Handflächen dürfen Richtung Boden drücken. Und setzt die Beine wieder ab. Dann fassen die Hände wieder hinter eurem Nacken. Und wir haben ganz kleine Baby-Crunches nach oben. Lass die Ellbogen zur Seite zeigen. Zieht den Bauchnabel nach innen.
Ganz kleine Bewegungen Richtung Decke nach oben. Legt den Kopf wieder ab. Die Hände sind neben eurem Körper und bringt das Becken nach oben. Der Po ist fest angespannt. Drückt die Füße in den Boden. Der Bauch ist angespannt. Die Schulterblätter könnt ihr zueinander ziehen lassen. Schiebt das Becken noch ein Stückchen höher und setzt es dann wieder auf den Boden ab. Streckt euch einmal lang aus. Und dann gehen wir auf die Seite. Legt euch auf die Seite, stützt euren Kopf mit eurer Hand, bringt die Knie im rechten Winkel nach vorne, hebt die Fußspitze ab und bringt dann das Knie Richtung Decke und lasst es wieder sinken. Der Bauchnabel zieht fest nach innen. Lasst das Knie nach oben zeigen und bringt es zum anderen Knie nach unten zurück. Haltet den Fuß in der Luft. Bleibt möglichst ruhig mit dem Körper. Nur euer oberes Bein klappt nach unten und nach oben. Lasst die Hüftmuskulatur arbeiten. Dann haltet in dieser Position kurz, bringt euren Arm Richtung Decke, atmet ruhig weiter, euer ganzer Bauch ist fest. Und streckt die Beine dann lang aus. Die Beine liegen leicht vor eurem Körper, sind parallel aufeinander gelegt, hebt und senkt die Beine jetzt. Bleibt dann dort, knapp über dem Boden und lauft in der Luft. Immer ein Bein nach vorne, ein Bein nach hinten. Atmet ruhig weiter. Der Bauch ist fest, der Po ist mit angespannt. Und lauft am Platz weiter. Sehr gut, dann halten wir kurz in dieser Position. Macht euch ganz lang. Fingerspitzen ziehen nach oben, die Fußspitzen nach unten. Und dann legen wir uns auf den Bauch. Öffnet die Beine etwas. Bringt die Arme vor euch auf den Boden, Handflächen Richtung Boden. Und wir heben Beine und Arme gleichzeitig ab und lassen sie wieder sinken. Der Po ist angespannt. Der Rücken und der Bauch arbeiten. Blick ist diagonal nach unten ausgerichtet. Denk nicht so sehr an Höhe, sondern eher an Länge. Die Fußspitzen und die Fingerspitzen lang rausziehen. Das Gefühl, euer Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule dabei. Dann schiebt euch nach hinten und wir machen das Ganze auf der anderen Seite. Legt euren Kopf wieder auf eure Hand ab. Die Knie zeigen nach vorne. Hebt die Fußspitzen dann ab. Und dann heben und senken wir das Knie. Dreht das Bein im Hüftgelenk aus und legt es wieder ab. Bauchnabel zieht nach innen, bleibt möglichst ruhig liegen.
Dann halten wir kurz in dieser Position. Das Knie zieht Richtung Decke. Die Hand zeigt nach oben Richtung Decke. Und streckt die Beine lang aus. Hebt und senkt dann beide Beine gleichzeitig. Schaut, dass eure Beine leicht vor eurem Körper abgelegt sind, nicht hinter eurem Körper. Dann halten wir dort kurz und laufen in der Luft. Abwechselnd bewegen wir die Beine vor und zurück. Lasst den Körper ruhig liegen dabei. Dann haltet die Beine abgehoben vom Boden, macht euch ganz lang, beide Arme ziehen in die eine Richtung, die Füße ziehen in die andere Richtung, der ganze Körper ist angespannt und gestreckt und legt euch auf den Bauch, sehr, sehr gut. Legt die Arme wieder vor euch ab, die Fingerspitzen ziehen nach vorne, die Beine nach hinten. Jetzt machen wir das gleiche wie vorhin, nur dass wir die Positionen oben etwas länger halten. Richtet euch auf, haltet dort kurz und legt euch wieder zurück auf den Boden. Habt das Gefühl, ihr möchtet den Bauchnabel vom Boden wegziehen. Gleich haben wir es geschafft, ihr seid super. Und geschafft. Schiebt euch wieder nach oben. Wir haben eine letzte Übung. Ihr bleibt auf eurem Unterschenkel, setzt ein Bein seitlich ab. Richtet euch auf. Bringt die Arme nach oben. Verschränkt die Finger ineinander. Und dann bewegt euch mit dem Oberkörper, während ihr einatmet, zur Seite, weg vom langen Bein. Und atmet aus, bringt euch wieder nach oben. Atmet ein und aus. Zieht den Bauch fest nach innen. Geht so weit zur Seite, dass ihr gut wieder nach oben kommt. Atmet ein. Und aus. Dann löst den unteren Arm, streckt euch weit zur Seite, weg von eurem ausgestreckten Bein. Macht die Seite lang. Und wir gehen auf die andere Seite. Endspurt. Wir gehen auf den Unterschenkel. Die Fußspitze zeigt nach vorne von eurem verlängerten Bein. Hände ziehen nach oben und Schulterblätter ziehen nach unten und zur Seite. Und wieder nach oben. Atmet ein und atmet aus. Baby, show me.
und löst eine Hand, lasst sie Richtung Boden und streckt euch lang zur Seite. Sehr gut, wir machen einen kurzen Stretch. Legt euch auf den Bauch. Legt die Hände neben eurem Oberkörper ab und schiebt euch langsam nach oben in die Kobra. Die Schulterblätter ziehen nach unten. Dehnt die Bauchmuskulatur. Öffnet den Brustkorb und lasst uns das ein paar Mal machen. Wie eine Welle geht ihr nach unten, nach oben. Sehr gut, dann schiebt euch nach hinten in die Kindspose. Atmet noch ein paar Mal tief durch, dehnt den Rücken. Und dann sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.